Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren LS19 Video direkt hier von der Gamescom bzw. nachsynchronisiert. Es ist aber Videomaterial von der Gamescom. Und zwar konnte man hier auf der Gamescom das Spiel anspielen bzw. die Preview anspielen im Consumer-Bereich, also sprich unten in Halle 8. Und da standen uns drei Fahrzeuge zur Verfügung. Einmal ein John Deere, einmal der Zug, den habe ich jetzt nicht mit drin, weil das ist jetzt nicht so weltbewegend. Und einmal noch die Spritze und einmal der Drescher. Und davon haben wir hier mal Nahaufnahmen gemacht, inne, außen und so weiter und so fort, um euch das zu zeigen. Und ich quatsche jetzt mit euch einfach hier mal darüber. Das Ganze ist, ihr seht, abgefilmt in Voll HD, wohl bemerkt. Ich weiß nämlich nicht, ist aktuell irgendwie wieder so ein Trend. Ich war jetzt die ganze Woche Gamescom, wirklich kein Internet, kein Computer, sonst was außer jetzt Instagram und Co. Und wo ich jetzt heute jetzt gerade wieder hier zu Hause gekommen bin, das ist ja wieder faszinierend, was da alles passiert ist. Deswegen, ach, es ist so eine Sache, ja, voll Full HD, weil 1920x1080 und so weiter und so fort und abgefilmt. Es gab zwar Capture-Möglichkeiten, allerdings waren die in meinen Augen relativ umständlich. So eine Hardware habe ich nämlich nicht, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, wenn ich hier euch etwas bieten möchte. Deswegen würde ich sagen, ja, was sehen wir hier? Wir sehen den John Deere, den hatten wir ja schon in der LS19 Demo, mit der ich über euch gequatscht habe, so ein bisschen gesehen. Und was sehen wir? Es sieht wirklich gut aus. Ja, also die Kamera hat das sehr gut eingefangen in meinen Augen. Es ist jetzt bei euch im Bild noch ein Ticken zu hell. Ja, also es ist noch ein bisschen dunkler, ein Ticken zu hell ist das Ganze noch. Aber ansonsten sieht es genau 1:1 so aus. Und ihr seht hier, ich fahre hier rückwärts. Ja, sie gibt immer wieder Gas, geht runter. Sieht natürlich, wenn man das schnell hintereinander macht, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen blöd aus. Ja, aber so ist das. Das ist alles dementsprechend mit animiert. Und ihr habt ja auch gerade ja die Fahrt draußen gesehen. Hier sieht man mal den Reifen, das Profil. Das sieht noch ein bisschen plastemäßig aus, muss ich gestehen. Aber das ist auch noch nicht final. Wir können hier vorne in der Motorhaube, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ihr seht das aktuell nicht so ganz. Kann man reinschauen. Das ist alles modelliert. Die Lichter sind modelliert etc. Hier sieht der Reifen zum Beispiel schon wieder besser aus. Ebenfalls auf der hinteren Seite bzw. auf der anderen Seite. Deswegen alles noch Work in Process. Das Ganze. Und ihr seht, hier zack in die Bremse rein, wieder Gas, wieder Bremse, alles animiert hier nochmal, das Ganze auch im Innenbereich. Man sieht natürlich den eigenen Charakter weiterhin nicht im Innenbereich, aber man sieht, dass hier die bezahlen, dass sich da was tut. Wir haben rechts natürlich die digitalen Anzeigen und ihr seht auch, wenn ich bremse, zum Beispiel jetzt, ne? Das geht so nach vorne. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt oder nicht so gut ankommt, ob das so wirkt jetzt bei euch im Video. Aber wenn man Gas gibt und bremst, ruckt das Ding auch ein bisschen nach vorne, also sprich die Federung geht rein, ja. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. So, hier haben wir den Fendt Ideal. Das ist ein Monster. Und ich glaube beinahe auch, das ist der größte Drescher im LS19, den wir haben werden. Wundert euch nicht, wenn immerhin bei den Rundumleuchten immer mal so ein Blitz aufkommt oder so eine Spiegelung. Das ist noch ein bisschen zu krass eingestellt. So, wir machen mal eine kleine Rundumfahrt da. Es sieht halt so aus, wie man sich einen Drescher logischerweise vorstellt. Das ist ein Ketten, mit Ketten dementsprechend vorne dran. Ideal Fendt 9T. Das Ganze hier noch im Hintergrund. Und das ist wirklich ein Biest. Es ist wirklich ein Biest. Das Schöne ist, er hat hinten eine Anhängerkupplung dran, in Anführungsstrichen. Sprich, wir können auch den Schneidwerkswagen mit selber transportieren und brauchen dafür keinen separaten Traktor oder separates Fahrzeug, mit dem wir das zum Feld schleppen können. Das Rohr hinten ist rechts weggeklappt, beziehungsweise eingeklappt, ähnlich wie beim New Holland, den wir jetzt aktuell im 17er standardgemäß als größten Drescher haben. Und hier hinten auch nochmal, das seht ihr dann jetzt gleich noch im Verlauf des Ganzen, sehen wir auch noch die Funktion, wie das Ganze aussieht, auch die Strohschwarte etc. pp. Aber das Ding ist definitiv ein Monster. Sound kann ich euch in dem Falle leider nicht bieten. Ihr könnt euch vorstellen, wenn du das so abcapturst, ja, ihr habt sämtlichen Sound drauf, aber selber hört man auch beim Spiel nichts, weil das ist alles viel zu leise, weil jeder irgendwie dran knallt. Hier nochmal Innenbereich, sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Ja, hat die Kamera teilweise ein bisschen gerauscht, deswegen nicht wundern. Sieht aber, wie gesagt, auch sehr, 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 sehr gut aus. Kann man, wie gesagt, absolut nicht meckern. Wie gesagt, ist auch, ich glaube noch nicht, so wie es mir gesagt wurde, noch nicht 100% final. Also sprich, da wird nochmal das eine oder andere überarbeitet, aber man kann mit dem jetzigen Zustand auch schon mehr als zufrieden sein. Man kann natürlich auch hinten wieder in den Korntank mit reinschauen.
das ist alles möglich. Und jetzt klappen wir hier mal das Biest auf, beziehungsweise wir hauen erstmal das Schneidwerk vorne mit dran. Arbeitsbreite, ich kann es euch persönlich nicht sagen. Wird irgendwas so 9, 12 Meter, denke ich mal, in der Richtung sein. Ist auf jeden Fall nicht das Kleinste. Ist aber auch jetzt nicht das, was die Räder unten dran hat, sprich was selber fährt. Das ist dann wohl erst das ganz, ganz Große. Jo, das Ganze zu senken, sieht so aus, wie man es erwartet. Das Aufklappen auch, zack, geht oben auf. Es ist halt dieses, ist ein bisschen anders. Wir haben halt den Kontakt so oben so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so trichterförmig. Ist jetzt zwar jetzt auch nicht so das, was man das noch nie gesehen hat. Aber es ist halt ein bisschen anders angerichtet. Aufklappen, zuklappen, dauert seine Zeit. Ich weiß gar nicht, vom Gefühl her ein Ticken länger als jetzt im 17er. Aber kann, wie gesagt, auch einfach nur Einbildung sein. Und alles natürlich auch tippitoppi jetzt im jetzigen Zustand auch schon animiert. Und ihr seht ja, was ich meine, sieht ein bisschen anders aus, wie jetzt bei den New Holland. Aber da hat natürlich auch jeder Hersteller seine eigenen Spezifikationen. Ja, Rohr ausfahren, auch so, wie man es erwartet, beziehungsweise wie man es kennt. Da ist ordentlich Abstand, auch dass, wenn man das größte Schneidwerk mit dran hat, dass da keine Kollision zwischen Traktor und Fahrer vorherrscht. Und jetzt ramme ich dann gleich auch noch aufs Feld, dass man das Ganze sieht. Hier lasse ich erstmal noch hier das Ganze an. Und dann erstmal wieder so Profi-Style, wie ich dementsprechend bin, rum und hin und her und schieß mich tot geswitcht. Denn wir haben das Ganze, wir wollten unbedingt, oder ich wollte unbedingt die PC-Version haben. Da gab es 4 Computer mit Lenkrädern und dann gab es noch viele Dinger mit Xbox-Controller. Und da gab es halt noch die PlayStation 4-Version. Und die PlayStation war aber halt rein die Konsolen-Version und das an den anderen war halt PC-Version, aber halt mit Xbox-Controller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit den Xbox-Controller nicht klar. Also jeder, der damit klarkommt, hat meinen Respekt verdient, aber die Anordnung ist für mich irgendwie ganz, ganz eigenartig, deswegen passieren mir hier ab und zu ein paar Fails. So, jetzt geht das Ganze hier raus aufs Feld und jetzt merkt man schon, ja, das wird jetzt bei euch natürlich wieder typisch rauschen, da kommt mal wieder die Bitrate oder YouTube's Bitrate nicht damit hinterher. Ich sage euch schon mal so viel, es sieht nicht unfassbar anders aus wie jetzt im 17er, was soll man dazu auch großartig erwarten. Ich hatte jetzt ja auch leider keinen Helfer etc. pp. Mit dran, deswegen musste ich das Ganze auch hier manuell fahren. Die Einzugsanimationen sind so, wie man sie sich vorstellt. Jetzt aktuell hier passiert noch nichts, aber man sieht es hier. Sie sind ein bisschen anders, habe ich so vom Gefühl her. Ihr seht auch hier nochmal, springen die ganzen Vögel raus und so weiter und so fort. Sind vielleicht nochmal ein bisschen anders wie im 17er, aber ansonsten sieht das hier schick schön aus. Hinten Strohschwad ist ebenfalls mit aktiviert. Wie gesagt, alles noch nicht 100% final. Es staubt auch mehr, vielleicht ein Tick mehr wie im 17er. Ja, ihr könnt das, denke ich mal, ein bisschen besser einschätzen. Deswegen auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch da noch mehr auffällt wie mir. Und ich steige dann jetzt auch gleich nochmal aus und gehe da nochmal näher an die Strohschwad mit dran, dass ihr euch da mal einen kleinen Überblick machen könnt oder auch selber mal so ein bisschen im Detail sehen könnt, was ist. Im Übrigen auch hier die Verschmutzung. Das sieht wirklich auch sehr gut aus, nicht sofort zu übertrieben, es geht, aber ja, dreckig wird er definitiv auch, ebenfalls aktuell an den Rädern und das ist hier so die Strohschwad. Ja, jetzt, ihr seid Profis, passt das so, passt das nicht so, das schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, weil da bin ich raus. Ich finde, ja, es sieht okay aus, ist halt eine Strohschwad. Ja. Jetzt schalten wir hier dann gleich nochmal etwas später um. Von Strohschwad zu Häckseln und das Häckseln, das sieht ein Tick anders aus, weil durch das Grafik-Update da die ganzen Partikelsysteme auch natürlich andere sind, ja, da gerade mal ein bisschen gefettfingert, ne? Das gehört ja dementsprechend auch mit dazu und das sieht natürlich alles ein bisschen anders aus, ein bisschen feiner, natürlich hier nochmal so Profi wie ich bin, ja, da bin ich Kollege, da dementsprechend nochmal ausgestiegen. Und ihr seht jetzt gleich den Umstand bzw. den Wechsel, ja, aber wenn ich nicht gerade fehlen würde, der Wechsel zwischen Strohschwad und Häckseln, weil dann klappt das Ding natürlich hinten, wie man es kennt, nach unten und dann, das geht auch während des Fahrens, also kann man wieder problemlos zwischen der Fahrt hin und her schalten, wie man sich gerade mal gedenkt ist, so zack, jetzt haben wir hier umgeschalten. Und dann sieht das Ganze so aus, wir zoomen ein bisschen raus und das meine ich halt, sieht ein bisschen anders aus. Auch noch nicht 100% final, aber man hat ein neues Partikelsystem, es staubt auf jeden Fall, wie Sau.
Das ist ganz klar. Aber ich habe daran nichts auszusetzen, muss ich gestehen. Ihr seht das jetzt hier gleich nochmal, wenn wir dran vorbeifahren, so mehr oder weniger. Dass es natürlich der Stroh auch so auf dem Boden liegt, wie man es jetzt erwartet. Es sieht halt anders aus wie im 17er, dank dem Grafik-Update. Aber ja, ich finde es okay. Ja, ich bin da zwar, wie gesagt, gerne auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es okay. Das Feld selber, der Boden selber, sieht natürlich dann genau noch so aus wie er auch im 17er. So ein bisschen aus, natürlich ein bisschen anders, aber es ist halt kein dynamischer Boden. Ne, das ist ja ganz klar. Es ist halt kein dynamischer Boden. Hier wechsle ich dann nochmal, um das ganze Bild so aus der Ferne anzusehen. Also ich finde es schick. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde das schick. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, immer ein bisschen dran denken. Das sieht dann nochmal in-game nochmal ein bisschen anders aus, wenn ihr selber spielt, weil ist halt nur abgefilmt, ja. Aber ich finde das schick schön. Als nächstes steigen wir dann gleich hier in die Spritze mit ein. Das ist die hier, das hat diesmal Clicky übernommen. Und da sehen wir auch gleich dieses, was sie angekündigt haben, dass die Pflanzen Physik haben, beziehungsweise dass die wegknicken, beziehungsweise mit umknicken. Ja, das ist ein Hersteller, muss ich ganz ehrlich sagen, den kann ich auch nicht wirklich großartig aussprechen, deswegen lasse ich es an der Stelle mal, aber ihr habt es ja gerade eben gesehen. Das ist eine Feldspritze, die hat ja aktuell Unkrautbekämpfung drin. Ich weiß gar nicht, ob man da Flüssigdünger noch mit reinladen kann, ich denke aber beinahe schon. Auch alles so, was den Innenraum angeht und die Außentexturen etc. pp. Das ist alles hochauflösend, das ist alles wirklich scharf. Das ist hier auch ganz, ganz nett gemacht, hat natürlich keine Funktion, ist ein angedeutetes GPS, ne? Aber es ist auch wirklich hochauflösend, da pixelt nichts, da ist nichts verwaschen. Also da hat Shines Standard, wie man das ja immer so schön sagt, da hat Shines Standard da wieder nochmal ein bisschen angezogen. Es sieht wirklich schicki, schicki, schicki aus, ja. Und wir werden das Ganze jetzt, wie gesagt, hier gleich aufklappen. Ihr seht so ungefähr oben links ja bei diesem Infofenster, dass man da ab und zu mal ein bisschen drücken muss, bis man da auf den Controller zu der gewünschten Funktion kommt, die man da erwartet, wohlbemerkt. So sieht das Ganze beim Aufklappen aus. Er geht ein bisschen in der Breite, fährt das Ganze hoch und klappt das dann zweimal aus. Also ich sag mir immer so, wie man es erwartet. Ihr seht auch hier nochmal, es reflektiert alles, das Metall und so weiter und so fort, ab das so. Bleibt, ist die andere Frage. Und jetzt habt ihr hier links schon mal gesehen, ich zoome gleich nochmal näher ran, beziehungsweise geben, da kann man nochmal näher ran. Habt ihr gesehen, dass die Spritze hat mit den Mais dort kollidiert? Und hier, genau, hier sieht man es nochmal: Bam, 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 die beugen sich einfach, beziehungsweise die knicken halt wirklich mit. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Also, ja gut, hier sind wir dann noch natürlich ein Traktor und beziehungsweise die zwei LKWs haben wir auch mitgenommen, ne, ist ganz klar. Aber das läuft hier wirklich sehr schön mit, beziehungsweise die Pflanzen knicken sich weg und das gab es halt vorher gar nicht und das sieht auch wirklich ziemlich geil aus. Jetzt machen wir hier noch die Spritze an. Natürlich, das Feld gehört uns nicht, deswegen kommt jetzt auch permanent diese blöde Meldung. Aber ihr seht auch, wenn wir hier drüber schwarten, es macht immer so, also ne, ist immer so klein, bum, bum, bum. Ist jetzt natürlich relativ blöd, weil uns das Feld nicht gehört. Und wir können nämlich auch mit Highspeed da drüber heizen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, aber ging halt in dem Moment leider nicht anders. Aber es kommt gleich nochmal eine Nahaufnahme davon, weil auch hier das Partikelsystem von der Feldspritze sieht schick aus. Da kann man nicht dazu meckern. Aber ihr seht es ja jetzt schon hier bei den Reifen, also hinten links und rechts bei den beiden Hinterreifen, sind auch nochmal Düsen, die da auch nochmal spritzen. Das habe ich, muss ich ehrlich gesagt, in dem Sinne auch noch nicht gesehen. Ne? Zack, jetzt hier wieder aus. Wenn ich es jetzt gleich nochmal anschalte, sieht man es vielleicht nochmal, wenn es denn so der Fall wäre. Ich bin mir nämlich gerade relativ unsicher, aber das ist so das Ganze. Wie man es gesehen hat, ah ja doch, man, geht's nochmal, geht's noch nicht mal, ich weiß es schon gar nicht, ja hier, ne, da sieht man das nochmal, da gehe ich auch nochmal näher ran, also habe ich das auch noch nicht gesehen. Aber Freunde, das sollte es auch dann erstmal wieder hier gewesen sein. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Fragen zu dem, was ihr gesehen habt, auch für nächste FAQ-Videos? Schreibt sie bitte auch in die Kommentare. Ich bin erstmal raus, Däumchen da lassen, Abo da lassen, nicht vergessen und ja, bis dann, haut rein, tschüss.